Yeah, Japano-Schlampen erleben schlampige Abenteuer. Total schlampig. Japano-Schlampen. Schlampig gezeichnet, schlampig animiert, total stumpfe Anime-Scheiße. Japano-Schlampen. Folge 22. Ein grausamer Fluch. Willkommen zu den legendären, verwunschenen Quellen von Matsukiyama Knatschnita Sabu Bing Tong Seng. Jede Quelle hat eine eigene Legende, kommt nicht vom Pfad ab. Ein kleiner Fehler und du bist nicht mehr du. Ja, dann lasst uns mal losgehen. Hier seht ihr die Quelle des traurigen, ertrunkenen Mädchens. Warum ist sie ertrunken? Weil sie so traurig war. Und warum war sie so traurig? Keine Ahnung, weil sie ertrunken ist. Ich bin nur die Aushilfe. Ja, vielen Dank. Wir finden uns dann alleine zurecht. Nicht vom Pfad abkommen. Da hinten ist anscheinend die Quelle mit der Legende des ertrunkenen, introvertierten Esels. Das ist ja eine bescheuerte Legende. Ja, genau. Ziemlich langweilig hier. Hey, ciao, guck mal. Ich hab eine Riesenlatte zwischen den Beinen. Kein Problem, mir geht's gut. Wo ist meine Mütze? Ach, war das Wasser kalt? Was guckt ihr denn alle so? Oh mein Gott! Es, du bist ein Mädchen! Du bist wunderschön! Was? Ist nicht dein Ernst, habe ich jetzt Titten? Boah, ciao, sieh dir diese dicken Melonen an! Ja, die sind ziemlich groß. Oh ja, hier steht's, wer in die Quelle des ertrunkenen Mädchens fällt, nimmt ihre Gestalt an. Gott sei Dank, jetzt kannst du keine Witze mehr über Würste oder Gurken oder sonst was in deiner Hose machen. Naja, ich habe zwar keine Latte zwischen den Beinen, dafür habe ich ordentlich Holz vor der Hütte. Oh nein! Yeah, das war's wieder von den Japano-Schlampen. Oh Mann, es ist in die verfluchte Quelle eines ertrunkenen Mädchens gefallen und wurde selbst zu einem Mädchen. Wird er sich hier zurückverwandeln? Wie wird Chao damit umgehen? Oder wird in der nächsten Folge einfach so getan, als wäre nie was passiert? Weiß ich doch nicht, ich bin nur die Aushilfe.